Hallo, ich bin der Ralf. Und wie ihr seht, besteht unsere Eifel nicht nur aus Burgen und Vulkanen. Wir haben auch sehr viele Talsperren, Kurven ohne Ende zum Motorradfahren und Urlaub pur. Der Ralf hat noch was ganz Wichtiges vergessen. Den Nationalpark. Ach, typisch Carla. Ich wollte es ja noch sagen. Ja, dann sagt doch jeder, die Eifel hätte keine Sonne. Also das kann ich nicht verstehen. Also hier gehen wir kaputt. Hier sind wir in einer Hochmoorlandschaft, das Hohe Venn. Wunderschön, zu jeder Jahreszeit. Und man sagt, hier spukt's. Das kann doch ja nicht sein. Hallo und herzlich willkommen auf unserer wunderschönen Tour durch die Vulkaneifel. Wir sind hier bei den Manderscheider Burgen, der Oberburg und der Niederburg, einst Zankapfel zwischen Trier und Luxemburg, und möchten euch einladen, weiterhin wunderschöne Strecken in der Vulkaneifel kennenzulernen. Kommt einfach mit! Genau so ein Wetter wie heute haben wir fast immer in der Eifel. Ich warte immer auf Kommandos, ich bin ja schon lang verheiratet. Ja, ja.
So ein holländisches Navi, ne? Au. Der Timo und ich, der Eddie, zeigen euch heute den Vulkaneifel. Hier sehen wir eine riesen Lavabombe, die durch die Urgewalt eines Vulkans hierher geflogen ist. Natürlich nicht genau hier, aber hierhin gebracht wurde. Und ich habe mir jetzt extra den starken Timo mitgebracht, der sie in ihren Ort wieder zurückbringt. Komm Timo, mach mal. Auf. Jawohl. Das sieht doch super aus, Timo. Ich sehe schon, wie sich bewegt. Geht im Moment nicht, keine Zeit. Ja, Eddie, Schuhe und Anzug dicht. Ja, dafür fährt man Ruka. So sieht's aus. Hier ist die Stelle, die ich dir unbedingt noch zeigen wollte. Ja, die ist wirklich schön. Tschüss. Hallo, ich bin der Carlo. Unsere Region, die Südeifel, zeichnet sich durch schöne Flusstäler, wunderbare Hochplateaus, bizarre Felsenlandschaften und Streuobstwiesen aus. Und mittendrin findet ihr die tollsten Motorradstrecken. Jetzt muss ich aber endlich tanken fahren. So, und nun schauen wir uns an, wie unser leckerer Eifel-Edelbrand gemacht wird. Gute Fahrt!
Sag mal, was ist das denn hier? Das ist mein Rückwärtsgang. Für was braucht man denn einen Rückwärtsgang? Natürlich, um rückwärts zu fahren. Da fällt mir noch eine Tour zu ein. Hallo, ich bin die Lilly. Ich möchte euch gerne unsere Osteifel vorstellen. Dieses Gebiet zwischen Mosel und Ahr ist sicherlich eines der schönsten Motorradgebiete in Deutschland. Und nicht zu vergessen, wenn ihr mal richtig Gas geben wollt, unseren Lürburgring. So sehen sie nach der Tour aus. Hallo, ich bin der Klaus vom Eifel-Routenteam. Wir haben jetzt Monreal besichtigt, eines der schönsten Dörfer in Rheinland-Pfalz. Aber jetzt fahren wir weiter zum Nürburgring. So, hier endet unsere Tour durch die Eifel an der legendären Nordschleife am Streckenabschnitt Brünnchen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß am Motorradfahren in der Eifel wie wir.